Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Zum dritten Mal fand am 12. Mai 2015 der Tag des Stipendiums an der Hochschule Ludwigshafen statt. Veranstaltet von der Hochschule Ludwigshafen in Kooperation mit Arbeiterkind.de waren alle großen Stipendiengeber an der Ernst-Böhe-Straße vertreten. Arbeiterkind.de, was verbirgt sich dahinter? Wir sind eine deutschlandweite Organisation von mittlerweile 7000 Ehrenamtlichen in ganz Deutschland und wir haben in Kooperation mit der Hochschule Ludwigshafen jetzt zum dritten Mal den Tag des Stipendiums organisiert. Wir versuchen sowohl zur Studienfinanzierung allgemein zu beraten, das heißt Stipendien, aber auch BAföG fallen also so in unser Aufgabengebiet rein und deshalb ist es so unsere Angelegenheit. Wie war die Nachfrage heute? Ich denke, wir können ganz zufrieden sein mit der Anzahl an Interessenten, die dieses Jahr hier waren. Und wir sind eigentlich zufrieden, was das Interesse auch bietet. Und wir sehen, dass Interesse da ist und auch Informationen einfach fehlen vielen Studenten und Schülern. Was für Voraussetzungen benötigt man für ein Stipendium zu bekommen? Sicherlich ist es positiv, durch gute Noten erstmal aufgefallen zu sein, aber wie wir hier auch immer wieder sagen, das ist bei weitem nicht das entscheidende Kriterium oder alles. Es ist auch wichtig, außerschulisches Engagement, zum Beispiel Ehrenamt, Sport, man kann ziemlich viel benennen und durch ziemlich viele auch Bonuspunkte bei den Organisationen erreichen. Das heißt, wir versuchen, diesen Fokus rein von Notenfixiertem ein bisschen wegzuleiten hier und weitere Informationen zu geben. Deshalb sagen wir auch, Stipendium ist nicht nur für Einserkandidaten. Das ist ja eigentlich das Motto, was wir hier heute rüberbringen wollen. Dadurch war ein hohes Potenzial an Informationen für die ca. 450 Interessenten gewährleistet. Wir informieren über unsere Institution. Es geht bei uns darum, um Leistung, Initiative und Verantwortung. Gefördert werden junge Menschen, die sich im besonderen Maße einsetzen für gesellschaftliche Belange, die bereit sind, sich einzubringen und Leistungen zu zeigen in besonders hohem Maße. Wir fördern ideell und wir fördern finanziell. Zum einen ganz normal über Geld, wie andere das auch machen, über Büchergeld und über Lebensstipendium. Und das andere ist über Sommerakademien beispielsweise. Ein großes Netzwerk von anderen Stipendiaten, wo man ganz viele interessante Leute kennenlernen kann, den eigenen Horizont erweitern kann und sich selbst bilden für die Gesellschaft und für die Zukunft. Sie haben es angesprochen, gesellschaftliches Engagement wäre auch erwünscht. Was zum Beispiel? Gesellschaftliches Engagement ist grundsätzlich notwendig bei uns und ein ganz gewisser Bestandteil. Das kann ganz vielfältig aussehen. Direkte Vorgaben haben wir nicht, sondern es geht vielmehr darum, sich für die Mitmenschen einzusetzen und über die eigenen Belange hinaus, außerfachlich gerne gesehen, ob es jetzt im Bereich der Musik ist oder in Sport, Vereintätigkeit, kirchliches Engagement, Sanitätsdienst, Nachhilfe, Fachschaft. Die Liste ist sehr, sehr lang. Das Stipendienprogramm Ludwigshafen fördert Studenten der Hochschule mit Migrationshintergrund oder alleinerziehende Mütter. Das sind so grundlegende Voraussetzungen. Gibt es weitere Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Weitere Voraussetzungen wären ja dann die Bewerbungsunterlagen. Was man braucht, ist das Abiturzeugnis, dann Motivationsschreiben in 1,5 Seiten, dann darlegen, wer ist man, warum sollte man gefördert ist, warum passt man zum Stipendienprogramm Ludwigshafen, ansonsten dann noch Lebenslauf, dann Einkommensnachweis der Eltern und ganz wichtig bei Studenten mit Migrationshintergrund, den Migrationshintergrund nachweisen.